Hallo und willkommen. Das soll ein kleines Review sein, weil es mir jetzt endgültig reicht. Mit diesen Testern, die das Spiel da schlecht machen und lauter blöde Gründe nennen wie der Preis ist zu teuer, der Hype wird's nicht gerecht und ja, wie soll ich sagen, NPCs kann man, also mit dem Ring kann man nur reden, wenn man stehen bleibt. Das gab's ja noch nie, wirklich. Gab's noch nie in dem Spiel. Also ganz ehrlich, jetzt erzähle ich ein bisschen was über das Game. Ich habe zwar nur ein paar Stunden gespielt, aber jetzt sage ich mal meine Meinung dazu. Ich finde das total übertrieben, was die da alles berichten. Hier seht ihr zum Beispiel ein bisschen Gameplay jetzt, wo der Parcours gezeigt wird, wo der Kampf gezeigt wird. Und alles geht echt flott von der Hand, ohne Störung, ohne Probleme. Bei mir ist jetzt nur das Problem wegen dem AMD-Treiber. Also, das Spiel läuft echt flüssig. Es kann nur sein, dass es ein bisschen stockt, wie gesagt, wegen dem Treiber. Lasst euch von den Avataren unten da nicht ablenken. Das ist so ein Community-Kampf, okay? Wenn ihr mir selber da live zuschauen wollt bei dem Spiel, kein Problem. Jeden Tag um 21.15 Uhr tue ich jetzt Forspoken Stream. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Und ja, ihr seht ihr ja, es sieht eigentlich echt gut aus. Das Gameplay macht echt Spaß, der Parcours macht Spaß. Wirklich. Und das ist die Hauptsache. Da ist die Grafik für mich zweitrangig. Wirklich. Und ich zeige euch dann ein paar Sachen, wo ich das andere auch ein bisschen von der Hand nehme. Genauso wie das Spiel ist zu teuer. Ihr bekommt es. Ich tue euch einen Link darunter, wo ihr das Spiel für 54 Euro bekommt. Da habe ich für den Key bezahlt. Also zu teuer ist es auch nicht. Wenn ihr vorausgesetzt Keys halt kauft. Okay. Ich selber zocke das Game auf PC auf 2K mit einer 6900 XT und mit einer 5800 X 3D. Und es läuft echt gut. Sieht aus, als wäre die Luft rein. Fühl dich nicht zu sicher. Ich persönlich finde auch die Dialoge gut getroffen und die deutsche Synchronisation finde ich auch super gewählt. Ein Kritikpunkt war auch, dass öfters bei den Zwischensequenzen Schwarzblenden kommen. Ja, das verstehe ich, das stimmt, aber richtig ärgerlich ist es jetzt auch nicht, solange es nicht den Spielflow stört, finde ich jetzt. Ihr könnt Erfahrungspunkte sammeln, ihr könnt damit euren Skillbaum erweitern mit neuen Fähigkeiten. Es gibt Erde, Feuer, Wind, alles Mögliche gibt es zu lernen. Erinnert mich ein bisschen an Avatar, der Herr der vier Elemente. Ein Kritikpunkt war zum Beispiel, dass die Hauptdarstellerin zu oft das F-Wort benutzt. Oh mein Gott. Also das gab es ja noch nie bei Spielen oder Filmen, dass jemand zu oft das gleiche Wort benutzt, oder? Call me Die Hard. Okay, Die Hard. Tell me, what do you know about Die Hard? What do you care? You writing a book about Die Hard? As a matter of fact, I've written Gewohnheitsverbrechergesetz. Es heißt auch Drei-Verstöße-Gesetz. Ich hab doch ein Kritikpunkt war auch die Geschichte. Way ist ohne Eltern aufgewachsen, ist in einem Waisenhaus aufgewachsen und kommt auf die schiefe Bahn. Ist doch ein guter Anfang für eine Geschichte, also. Potenzial? Ich könnte so viel mehr erreichen. Ich hab mein ganzes. Wollte sagen, du bist so voller Wut und Verbitterung, dass ich nicht weiß, ob du je irgendetwas erreichen wirst. Hand aufs Herz. Aber, weil wir bald Weihnachten haben, werde ich dir ein frühzeitiges Geschenk machen. Wehe, du vergeudest es. Jetzt komme ich zu dem Punkt, wo es heißt, ja, die rede mit ihrem Ring und bleibt dabei stehen. Mit den sogenannten NPCs, wo man stehen bleibt und redet, gut aufpassen. She's my daughter by choice. I raised her. What do they want, damn gunners? They're just raiders with fancier weapons. Rest well into Kaelid before you can even meet her. First, beg your pardon, and second, brunette.
Am Anfang lernt ihr auch die grundlegende Steuerung kennen, die auch wirklich gut dargestellt wird und wo man auch Action hat und wo man auch Spaß hat, die Steuerung zu lernen. Alles noch dran? Oh shit, ich hab's eilig, tut mir echt leid. Ich muss echt einen Ausweg finden. Vor allem für mich ist es auch wichtig, dass sowas nicht in die Länge gezogen wird. Und da hat Forspoken einen guten Mittelmaß. Es wird nicht in die Länge gezogen, man lernt dabei immer was. Es ist wirklich gut gemacht. Vor allem, man glaubt auch der Freude der Hauptdarstellerin, dass sie in einer fremden Welt ist, Angst hat, nicht weiß, was sie jetzt machen soll, es unbeholfen ist. Das bringt sie alles rüber, glaubhaft. Ist er weg? Ja, und wir sollten auch aufbrechen. Aber das Ding ist da draußen. Keine Chance. Die Bestie ist sicher schon über alle Berge. Und außerdem... Was? Früher oder später wirst du etwas essen müssen. Okay. Und wie genau kommen wir jetzt hier raus? Die beste Option wäre es wohl, an jener Mauer hochzuklettern. Come on, let's go. Bei dem ersten Bosskampf mit dem Drachen kommen halt alle Fähigkeiten auf einmal zum Einsatz. Da müsst ihr ausweichen, die Parcours-Fähigkeiten und gleichzeitig auch angreifen, was wirklich gut von der Hand geht. Also meine Bitte, hört nicht auf die ganzen Spieletester. Macht euch euer eigenes Bild. Schaut mir ruhig ein bisschen von mir aus zu im Stream, wie das Spiel ist, damit ihr euch selber eine Meinung fassen könnt.